Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Und nun müssen wir mit unseren Kindern über Dinge reden, die wir selbst nur aus dem Geschichtsunterricht kennen. Unsere Kinder erleben nun zum ersten Mal einen Krieg in Europa. Über soziale Medien, Nachrichten und Gespräche unter Gleichaltrigen und mit Erwachsenen erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von Informationen, die sie einordnen müssen. Und ich denke, dabei kommt auch der Schule eine ganz wichtige Rolle zu. Dafür habe ich Ihnen ein paar sehr gute Materialien herausgesucht, die Ihnen vielleicht helfen können, diesen Krieg im Unterricht einfühlsam zu thematisieren. Ganz besonders möchte ich Ihnen die umfangreiche und sehr aktuelle Materialsammlung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ans Herz legen. Hier finden Sie eine Chronik des Ukraine-Konflikts sowie Analysen und Einschätzungen zur derzeitigen Kriegslage. Weiterhin bietet auch die Bundeszentrale für politische Bildung weitreichende Hintergrundinformationen zu der Entwicklung des Konflikts und einen aktuellen Einblick in die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen in der Ukraine. Auch die Unterrichtsmaterialien von Christian Fischer von der Martin-Luther-Universität bieten wertvolle Impulse für den Unterricht in der Sekundarstufe 1. Sollten Sie im Sekundarstufenunterricht Filme einsetzen wollen, eignen sich besonders die Filme von Wissen to Go mit Mirko Drotschmann, während sich für den Grundschulunterricht eher die verschiedenen Logofilme vom ZDF anbieten. Sehr kindgerecht sind auch die Informationen aufbereitet, die Sie auf dem Portal Hanni Sauland finden. Auf dem Deutschen Schulportal finden Sie zudem eine sehr interessante Aufzeichnung einer Paneldiskussion zu der Frage, wie Lehrerinnen und Lehrer mit den Fragen und den Unsicherheiten von Kindern und Jugendlichen umgehen und wie Informationen altersadäquat vermittelt werden können. Vielleicht finden Sie auch hier weitere Anregungen und Hilfestellungen für Ihren Unterricht. Auch wenn wir wohl alle gerade Schwierigkeiten haben, mit den derzeitigen Geschehnissen umzugehen, so bin ich mir sicher, dass Sie mit der Thematisierung dieses Krieges in Ihrem Unterricht einen wertvollen Beitrag dazu leisten werden, dass Ihre Schülerinnen und Schüler dieses Thema einigermaßen verarbeiten können.